So, ich sehe nichts. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir stehen hier vor McDonald's. Pupsi hat gesagt, er macht 7.30 Uhr auf. Jetzt hängt hier so ein fetter Banner. Da steht drauf, ab 18.04. täglich für Tisch bereit von 7 Uhr bis 10.30 Uhr dein McDonald's Frühstück. Und das ist richtig krass, denn wir haben heute so viel vor, da musst du erstmal Frühstück essen. Und es gibt ja diese drei neuen Frühstücksburger, McMorning oder wie die heißen. Die wollte ich letztens schon mal probieren, die wollte ich letztens schon mal testen. Dann ging es nicht. Ab heute soll es auch das Glow-in-the-Dark-Glas geben. Erst hieß es, zum Frühstück kann man das auch schon mit dazu ordern. Dann hieß es, nee, doch nicht. Wir gehen jetzt mal da rein, werden die drei Morning Burger testen. Und ich werde mir so ein Glas holen, auch wenn die bestimmt ultra hässlich aussehen. Es leuchtet im Dunkeln und das muss ich mir mal angucken. Aber mein Kopf leuchtet auch. Nee, ist nur die Sonne. So. Jonas, Schatz, alles Gute. Ja! So, wir sind jetzt angekommen. Wir wollen jetzt alle drei Big Morning Burger testen. Habe ich hier das Tablett? Da liegt noch Müll von Pupsi mit drauf. Ansonsten haben wir uns gleich alle drei geholt. Megascott hat ja gesagt, man kann das also mit dem Frühstücksmenü kombinieren für das Glas. Es geht aber nicht, denn das Glas gibt es nur mit einem Coupon. Das heißt, ich muss später heute nochmal her. Das möchte ich nämlich auch in dieses Video noch mit reinbauen. Wir haben jetzt hier den Big Morning Farmer, den Big Morning Egg. Und beim letzten ist ein falsches Papier drum. Das sehe ich jetzt. Da steht nämlich jetzt McMuffin Fresh Chicken. Ich hoffe, da ist kein Fresh Chicken drin. Der schmeckt mir zwar am besten, aber ich wollte diesen McMorning Chicken probieren. Wir nehmen jetzt mal den ersten, das ist der Big Morning Egg. Denke ich mir, okay, Egg, es gibt ja auch den McMuffin Egg, da ist halt wirklich einfach nur Ei drauf. Das ist okay, wer Ei mag, aber mir hat das zu wenig Geschmack, mir fehlt da was Frisches, mir fehlt da irgendwas Besonderes. Gerade auch hier dieser McToast, wenn es den gibt, einfach mit Käse, das ist für mich einfach nichts. Das schmeckt nach gar nichts, das ist total frampig. Das ist was, was ich gar nicht essen würde. Jetzt machen wir den mal auf. Bei dem bin ich schon überrascht direkt, denn da ist nicht einfach nur Ei drauf, da ist eine dicke, fette Tomatenscheibe. Ihr habt hier Käse, ihr habt hier Salat, der an den Seiten überall rumfliegt. Und ihr habt natürlich hier dieses Brötchen. Sieht aus wie ein Weltmeisterbrötchen aus dem Netto. Neuer Sponsor von McDonald's. Dann habt ihr hier auch Soße drauf. Das heißt, obwohl das nur Egg ist, ist da so viel anderes, dass es trotzdem irgendwie ja, frisch aussieht, mit Soße, nicht zu trocken. Bin ich mal gespannt, wir beißen mal rein. Du wirst wahrscheinlich jetzt alles schmecken, außer das Ei. So, als erstes schmeckst du ganz präsent natürlich das Brötchen. Und es schmeckt halt wirklich so, als hättest du frühst dir selbst einfach ein Brötchen gemacht. Ich vermisse das irgendwie. Beim Fresh Chicken hast du ja das Hähnchenfleisch, was irgendwie sehr kräftig ist, was mir den ganzen Zutaten dazu einen guten Geschmack gibt. Dadurch, dass da kein Fleisch drauf ist, sondern nur das Egg, geht der Geschmack einfach weg. Wäre für mich also was, was ich jetzt nicht nochmal brauche, was ich nicht nochmal nehmen würde. Du musst das Egg austauschen gegen Hähnchen und dann ist das perfekt. Das Egg weg und dann perfekt. Und so sieht es dann auch aus. Es sind halt nicht diese normalen Muffin-Dinger, es sind halt normale Brötchen. Ist ganz interessant, aber bis jetzt gefällt mir auf jeden Fall Muffin besser. Machen wir gleich mal den direkten Vergleich mit dem Big Morning Chicken. Das müsste jetzt der Chicken sein. Da ist bestimmt exakt das gleiche drauf. Ihr habt wieder das Brötchen, okay. Ihr habt wieder Tomaten, ihr habt Salat. Die Soße ist, glaube ich, eine andere. Ich glaube, hier war eine orange Soße drauf bei dem Egg. Hier ist eine weiße Soße drauf, also durch die Soßen kann das anders sein. Und unten drunter natürlich Hähnchen, Hähnchenfleisch. Da erwarte ich jetzt was, da denke ich auf jeden Fall, dass der mir besser taugt. So, ich habe es gewusst, der schmeckt mir auf Anhieb auch direkt besser. Also den würde ich nochmal essen. Die Soße ist auch anders, die Soße ist präsenter, die Soße gibt mehr Geschmack, es kombiniert sich alles besser, aber ich frage mich gerade, wozu gibt es den Fresh Chicken und den Big Morning Chicken, weil irgendwie schmeckt es genau gleich, es ist nur ein anderes Brötchen und ich würde wahrscheinlich, weil es den Fresh Chicken schon immer gab, weiter beim Fresh Chicken bleiben. Wenn es den aber irgendwie mal nicht geht, würde ich wahrscheinlich den nehmen, aber geschmacklich ist das im Prinzip genau dasselbe. Es ist halt nur ein anderes Brötchen, ihr müsst ja wissen, ob ihr einen Muffin haben wollt zum Frühstück.
Oder ob ihr sagt, ihr wollt ein Körnerbrötchen, weil euch das gesünder vorkommt, dann könnt ihr natürlich dazu greifen. So, einen haben wir jetzt noch übrig, das ist der Big Morning Farmer. Bei Farmer habe ich erst gedacht, okay, da ist Ei drauf, ne? Der Farmer, der Bauer mit den dicken Eier. Aber das müsste sein wie der Sausage DS mit so einem Bratwurstbrät, wusige Heck einfach drauf geschmiert. Das ist was ich nicht so gern mag, wie Chicken, was man aber ab und zu mal essen kann. Das heißt, ich packe das jetzt auch mal aus, gucke hier drauf und ich sehe Bacon drauf. Bacon hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Vielleicht ist das auch einfach nur Ei und Bacon. Und deswegen ist es Farmer. Wir haben auf jeden Fall wieder die Tomaten. Die sind immer schön groß. Pupsi mag keine Tomaten. Das heißt, wenn du die Tomaten wegnimmst, bleibt kaum noch was übrig von dem Burger. Ihr habt wieder den Salat mit der weißen Soße. Mittlerweile glaube ich, auf dem ersten ist auch weiße Soße drauf. Ich habe nur nicht genau hingeguckt. Dann habt ihr hier unten halt wirklich dieses, da ist es, genau. Dieses Teil, das ist so aus so Bratwurstbrät. Man nennt das ja so Bratwurstbrät. Das ist aus so einem Brät, genau. Mit aber Bacon zusätzlich. Das heißt, der kombiniert sogar zwei Sachen. Der haut euch da ordentlich was drauf. Bin aber nicht der größte Bacon-Fan. Bin nicht der größte Fan von diesen Brät-Patties. Das heißt, ich ordne den erstmal als Platz 2 ein. Nach dem Chicken. Aber ob er wirklich schmeckt, sehe ich jetzt, wenn ich reinbeiß. Ja, also du merkst wirklich deutlich den Geschmack von diesem Bratwurst-Brät-Zeug, was da zusammengepresst ist. Das musst du mögen. Also wenn du das nicht magst, dann hat das Ding gar keine Chance. Bin wie gesagt nicht der größte Fan. Geht ab und zu mal, wenn man mal wieder einen anderen Geschmack haben möchte und sagt, okay, man holt sich das Teil wieder. Das würde ich mir aber nicht jedes Mal holen. Was noch präsent ist, ist der Bacon. Der kommt auch hier leicht salzig nochmal durch. Der passt irgendwie auch zu dem Brät. Ansonsten hast du ja auch Salat drauf, ist auch frisch. Die Soße ist okay, hat für mich trotzdem nur Platz 2. Weil ich den mit Chicken einfach am besten fand. Und ich muss noch mal nachgucken jetzt. Bei dem ersten. Nö, der erste hat keine weiße Soße. Der erste hat eine gelbe Soße. Der hat die gelbe Soße gehabt. Die hat irgendwie nach gar nichts geschmeckt. So. Also war mir zu unspektakulär, sag mal. Die anderen zwei mit weißer Soße, die fand ich auf jeden Fall besser. Und Chicken geht sowieso immer. So, ich muss das jetzt irgendwie noch aufessen. Habt ihr die Big Morning Burger schon probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ich werde noch mal nachmittags herkommen. Werde noch mal gucken nach dem Glow in the Dark Glas. Wenn ihr das geholt habt, schreibt es auch rein. Ansonsten gucken wir uns das nachher mal an, wie das aussieht. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich möchte euch mal kurz zeigen, was wir bei Maggis jetzt also mitgenommen haben. Ich habe dieses Doppelpack-Menü genommen mit zweimal Hamburger Royal Cheese. Einen hat Pupsi gekriegt. Den anderen werde ich dann essen irgendwann, wenn ich wieder Hunger habe, denn ich bin immer noch satt vom Frühstück. Dann habe ich hier, damit ich auf 15 Euro komme, noch einen McDouble Chili Cheese mitgenommen. Da konnte ich nämlich gleich noch einen Coupon einlösen. Dann habe ich natürlich wieder eine Coca-Cola Zero genommen, eisgekühlt, schmeckt mir so am besten, brauche ich auch keinen Zucker. Statt einer Beilage wie Pommes oder so gibt es einen Gartensalat, also ein Snacksalat, Classic, ist ja gar kein Gartensalat, es ist ja einfach nur ein Snacksalat. Und das ist der Adi, ne? Also das ist das Glas, das ist der Adi Schatz und das ist das limitierte Glow in the Dark Glas. Sieht halt sehr milchig aus, also so Milchglas, dass du da nicht direkt einfach durchgucken kannst. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Selbst zum so hinstellen eingepackt, warum nicht, ne? Würdet ihr das auspacken und draus trinken. Aber um zu gucken, ob das leuchtet, gehen wir mal kurz ins Bad, denn da ist es am dunkelsten. So, jetzt gehen wir schon mit dem Glas hier rein. Mal da drauf, machen die Tür zu. So. Jetzt ist das Problem, ich hab's gerade vor meinen Augen und bei mir leuchtet das Glas richtig grün. Bei euch, also auf der Kamera sieht es jetzt hier irgendwie so, naja, wie so eine blaue Flamme aus. Das muss wahrscheinlich erstmal auch richtig in die Sonne, richtig Sonnenlicht tanken, damit das dann in der Dunkelheit richtig strahlt. Ohne die Kamera sieht es auf jeden Fall besser aus. Wenn ich es euch jetzt so zeige, erkennt ihr halt so gut wie nichts. Ich habe auch noch ein Bild gemacht auf meinem Handy. Moment. Hier, wenn ich drauf gehe. Und ich habe da nichts dran gearbeitet. Ich habe ein Bild gemacht mit dem Handy, als ich kurz schon mal im Bad war vorher. Ohne Bearbeitung. So sieht das aus. Auf dem Handy. So sieht das Bild aus auf dem Handy. Ich kann es euch auch nochmal hier einblenden. Das ist das Glow in the Dark Glas von McDonald's.
das wirkt dann nicht mehr, das nimmt ab, okay. Ich finde es aber irgendwie cool, wenn du wirklich mal da sitzt abends, guckst Wrestling, Licht ist aus, hast dir noch was eingeschenkt und du siehst, wo dein Glas steht. So. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr euch das Glow in the Dark Glas geholt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr diese Frühstücksburger getestet? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten Grüße an den Megascott. Ich brauche mal wieder irgendwas, wo ich Punkte einlösen kann. Ich habe jetzt fast 6000 Punkte und ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. Weil ich immer alles verpasse. Das Ketchup habe ich verpasst. Das Ketchup-Duschgel habe ich verpasst. Das wäre richtig genial gewesen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.